Hallöchen zurück an alle Geistesgestörten und potenziellen Amokläufer. Wie uns. Hallo. Ja. Genau. Wir sind die einzigen Normalen hier. Ah. Auf ganz YouTube, sage ich dir. Okay, na gut. Wenn das dann so ist, bin ich ja ganz beruhigt. Ja. Hotti und Motti fressen. Wo ist Hotti und Motti? Jetzt mach doch da mal. Guck doch da mit. Guck dich doch da mal lieber um. Was ist denn das da auf dem Schrank? Guck da mal den Zettel da an. Ja, das ist eine Anmeldung zur Gruppentherapie. Ach, komm, cool, die nehmen wir mit. Wir müssen uns da anmelden. Ich glaube, die schicken uns da eher umsonst hin. Eine kompakte Aktenkonsole für Hängeordner. Oh, cool, können wir die nehmen. Aufmachen. Geht nicht. Benutze... Ah doch, sie macht's auf. Cool. Schau mal rein. Wahnsinn. Mal sehen. Haha, was ist denn das? Wieder nur Akten. Oh, hey, das sieht proper aus. Das ist ein Register für den aktuellen Insassen. Daneben steht, wo ich die entsprechenden Krankenakten finden kann. Ein paar von den Namen kommen mir bekannt vor. Ist voll langweilig, Akten eigentlich. Aber in fremden Krankenakten zu schnüffeln ist so ehrlich verboten und so wunderschön. Also, wessen Krankengeschichte gucke ich mir mal an? Alle. Gäste. Alle. Von oben nach unten einfach. Okay, der Mann im Bienenkostüm. Da trabt sie. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name, der Mann mit dem Bienenkostüm. Erstes Haustier, ein schwarzes Pony. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Aha. Mhm. Und mehr steht hier nicht, ja. Verdammte Kacke. Toll. Na toll, und dann gucken wir den nächsten an. Ja, Adrian. Oh, Adrian. König des Aufenthalts auch. Ja, das ist Adrian, der ist ein ganz toller Mann, ja. Ja, sexy. Name Adrian, König des Aufenthaltsraums. Toller Name. Erstes Haustier, eine rote Katze. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Oh, wie gemein. Hm. Und mehr steht hier nicht. Hm. Verdammt. Ist aber wenig da drin. Kurzes Leben. Ja. Ah, unser Liebling. Drückebecher. Ich zitiere. Ah, Name Drückebecher. Erstes Haustier, ein grüner Hund. Aha. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als drittes ausgewählt. Aha, und mehr steht hier nicht. Das ist aber wenig. Grüner Hund, ey. Seltsam. Grüner. Peter! Ja. Ach, Peter von Petra, die da im Klo geschmust haben. Genau, ich zitiere. Name Peter. Erstes Haustier, ein blauer Goldfisch. Wow. Aha. Wurde beim Sportunterricht immer als vorletztes ausgewählt. Aha. Okay. Das müssen wir uns wahrscheinlich merken, wer da als letztes und ich so. Ich möchte mal mitschreiben für alle Fälle. Ah, sehr gut. Horti. Deshalb sagen wir nicht zu viel. Krankenakte sein. Ich zitiere. Horti. Erstes Haustier, eine gelbe Ratte. Eine gelbe Ratte? Juhu. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als letztes ausgewählt. Als letztes, oh nein, das ist gemein. Wie fies, aber so sieht er auch aus, der war ja nicht gerade sehr sportlich. Das ging mir aber auch so, dass ich als letztes ausgewählt worden bin. Echt? Ja, echt immer. Weil ich immer die war, die am wenigsten Lust hatte. Aha. Ja. Aber dann halt musstest du ja doch mitmachen, das bringt ja nichts. Ja, das ist voll scheiße und dann... Ich war halt schlecht. Maus. Ich war schlecht in der Schule, im Sportunterricht, ich geb's zu. So. Was ist da noch für eine Postkarte? Ja. Oh ja, gucken. Postkarte gucken, genau. Eine Ansichtskarte aus Vladivostok. Der Außenminister hat die Briefmarken mit seinen eigenen Eckzähnen entwertet. Na toll. Schön. Kannst du sie auch nehmen oder irgendwas? Oder lesen? Oder? Wir probieren es mal. Das ist nicht an mich adressiert. Das nimmt sie ach, nicht. Edna, also, so viel Anstand hat sie so. Denn. Ich verstehe dich heute gar nicht. Ja, ich verstehe mich heute selber nicht, aber nicht, heute bin ich mal brav. Willst du den Schrank auflassen? Naja, ist auch egal. Ja. Soll ruhig jeder wissen, dass wir hier waren. Gut. Da waren wir auch noch nicht.
Ui, ein Heizofen. Doch, waren wir da nicht schon? Ganz am Anfang waren wir da, glaube ich, schon. Nee, doch. Ich kann mich nicht dran erinnern. Aber ich schon, echt? Ich glaube schon, ja. Weil wir sind schon mal in diesem Keller rumgeirrt und haben da aber keine Türen aufgekriegt. Ach so. Ja. Ein Inferno. Ja. Ist das eine Wartungskontrolle? Ich schau mal ja, ein bisschen. Ja, klar, aber ich glaube, da können wir immer noch nichts anfangen. Komisch. Also ich kann mich nicht... Sollen wir da runter gehen? So, klar. Oh. Da waren wir noch das nicht. Oh, nee. Da waren wir noch nicht. Verbogener Löffel. Ich mach mal erst reden. Rede mal mit ihm. So. Wer hat das euch angetan? Das war Uri Köhler. Sie gehen irgendwo mehr hin. Sie sind aufgefahren zu ihren Ahnen. Es sind Ex-Löffel. Ja, toll. Und kannst du mit dem Loch reden? Ist da vielleicht einer drin? So mal. Wo ist da? Moment. Verbogene. Ach, da ist ein. Ach ja, das habe ich voll übersehen, ey. Ist der? Hat sich da gerade etwas bewegt? Oh, wie unheimlich. Rede mit Loch. Hallo? Jemand zu Hause? Oh Gott, nein, da kommt. Ja, Schande. Ja, was gibt es? Wer bist denn du, sag mal? Mein Name ist Emilio Sanchez, die Mobbenflug. Aber die Leute nennen mich meistens allmächtiger Herrscher. Darf ich dich auch kurz Almo nennen? Wenn dir das lieber ist. Und du bist? Edna. Ist das auch eine Abkürzung? Es steht für ein Dorftrottel namens Emilio. Kapier ich nicht. Was machst du denn da? Sag mal. Wonach sieht das denn aus? Ich grabe einen Tunnel in die Freiheit. Ja. Leider bin ich auf eine Schicht aus harter Tonerde gestoßen. Aha, das ist doch gerade das, was wir brauchen. Ohne passendes Werkzeug komme ich da nicht weiter. Aha. Und mir sind Löffel ausgegangen. Du hast nicht zufällig einen Löffel dabei, oder? Doch. Ja, haben wir. Ich frage, red nochmal. Und wie geht's voran? Um ehrlich zu sein, wir sind Rabbel. Das hatten wir jetzt gerade. Ah ja, das hatten wir schon, ja. Glaubst du nicht, dass es einen besseren Weg hier raus gibt? Vergiss es. Die Vordertür ist gut bewacht, die Hintertür ist verriegelt. Den einzigen Schlüssel hat ein Wächter namens Blase. Ah, den kennen wir aber schon. Und der ist stürmer als ein Weißfisch. Aber selbst wenn du ihm den Schlüssel abluchsen kannst. Was ich nicht glaube. Ich schon. Ich auch. Musst du dann immer noch über die Mauer oder das Hauptdorf überwinden. Glaub mir, eine Tunnel ist der schnellste Weg. Okay, viel Glück. Ich suche einen anderen Weg. Bist du sicher, dass wir Löffel haben? Guck, du wirst keinen finden. Ich guck mal. Ja, schau mal. Weil ich glaube, wir haben Messer und Gabel und Löffel gab's nämlich keine mehr, siehst du? Stimmt, ja. Gab's wir hatten keine ja noch mehr. Alle. Genau, jetzt wissen wir aber wenigstens, wohin die ganzen Löffel verschwunden sind. Juhu! Genau. Na gut. Das ist doch was. Immerhin etwas. Aber vielleicht war ja in der Küche trotzdem irgendwas. Wer weiß. Wo gehen wir jetzt lang? Geh mal... Treppe hoch? Die Treppe hoch, ja. Das ist die Küche. Lass mal gucken, was können wir da vielleicht noch was mitnehmen in der Küche? Doch, geh mal in die Küche. Küche ist doch, gut. Das ist die, ja genau. Topflappen oder so. Handtücher vielleicht. Genau, probieren wir es mal. Ja. Na nu, die sind ja an der Hintergrundgrafik festgenietet. Drück doch mal auf die Leertaste, damit wir sehen, was es da noch gibt. Topflappen, ich sag da nicht, jetzt Topflappen. Nehmen Topflappe. Yeah, cool. Lovey. Das ist doch mal was das hier. Das ist toll. Senf und Ketchup Hammer. Hammer? Hammer alles hier. Ah. Da haben wir alles. Ich würde sagen, wir... Oh, da waren wir auch noch nicht. Oh, nee. Wow. Wow. Sigi. Aha, so sieht also Sigi aus. Sigi freut. Gut zu wissen. Den schaffen wir noch. Der Beste, der Größte, der Patron aller Besserwisser. Wow. Ein verklemmter Idiot. Das darf jetzt aber kein Psychologe mithören, dass ich das gesagt habe. Der große deutsche Junge. Ah, Sigi Jung, okay.
Und ein hässlicher Mann, das ist doch ganz sicher Dr. Martell. ein geschöntes Bild. Ja. Was steht da an dem Schild? Moment, Türschild. Ja. Schauen wir mal an, was da steht. Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Das hört sich geil an nach einem Abenteuer. Wollen wir damit machen, aber das können wir erst in der nächsten Folge tun. Genau. Und Leute, was wird uns da erwarten? Das ist die große Preisreizefrage. Es dürfen noch Wetten angenommen werden. Auf jeden Fall. Ah. Also, bis zum nächsten Mal. Bleibt dran. Bis dann. Exaktolucci.